Pull me back, take my hand, call my name, you understand, I'm
Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Afterwork Racing Mittwoch. Wisst ganz genau, wir starten heute wieder mit der Liga 4. Und gleich geht's los. Und bleibt gespannt. Gleich gibt's noch einen Spenden-Stream-Trailer. Ich hoffe, euch gefällt er. Bis dann. So, liebe Freunde, jetzt geht's los hier unser Spenden-Trailer. Wir wechseln nur mal schnell die Ansicht und dann geht's gleich los. Thank you.
So einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Herzlich willkommen und Freundinnen natürlich, liebe Rennfahrer, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder da seid. Mittwochabend, After Work Racing League steht wieder am Haus. Heute auch mit der richtigen Tabelle. Nicht so wie letzte Woche, wo ich auszusehen die Tabelle verwechselt habe. Einen wunderschönen guten Abend an den Röni. Einen wunderschönen guten Abend an die Jessie. Vielen, vielen Dank nochmal für dein Follow. Dann haben wir auch den Papa Joe dabei. Der Rick ist dabei, also sprich der Raffi ist dabei. Schön, dass ihr schon mal da seid und natürlich auch an den Rest der Community. Auch der X-Fader Heinz, schön, dass du da bist. Also, wir sind auf Track and Trail Garten und wie ihr auch schon gesehen habt, haben wir wieder den Spenden-Trailer eingeblendet, also ich zumindest, weil ich ein Teil dieser Community bin mittlerweile und hoffe, ihr werdet auch da mal einschalten beim 48er, wo mir verschiedenste Spiele präsentieren werden, ne, von Gran Turismo über Horror, über alles. Also, nur das so ein kleiner Einspieler von meiner Seite aus. Der wird jetzt auch bei jedem Assist-Stream von mir auch eingeblendet werden. So, Wachsomatik, einen wunderschönen guten Abend. Also, in der Tabelle geht es langsam enger zu. So, wir haben es so, dass King Bullet auf der 1 ist 65 Punkten. Dann haben wir Ripple mit 58 Punkten, die 2. Magi 44 auf der 3. Dann wird es schon sehr, sehr eng. Dann haben wir in Louis Ellis, sprich unser Michel, der 42 Punkte. Lakritz 42 Punkte. Dann ein kleiner Abstand hier auf Platz 6, unser Strange. Der Max hat dann hier 26 Punkte. Papa Joe 23 Punkte. Papa Joe hat noch geschrieben, könnte sein, dass der Controller heute wieder zum Einsatz kommt. Ja, somit wird man auch wieder schnell, wenn man quasi den Schritt rückwärts geht. Aber es ist einfach nervig, ihr wisst alle. Wenn man vom Lenkrad dann wieder zurück muss auf den Controller und es ist natürlich auch nicht so schön, aber was willst du machen, wenn die Technik halt mal versagt? So, dann haben wir einen Walter auf der 9, 21 Punkte, Tommy 16 Punkte, genauso wie Hedge 16 Punkte. Dann der Dominik, 8 Punkte, genauso wie Psycho 8 Punkte. Dann haben wir den Andy, einen Punkt und der Danny leider noch keinen Punkt, kann sich aber bald ändern. So, meine Moderatorin schreibt dir schon die Befehle in den Chat. Also Weinbier, Kaffee, alles, was ihr braucht. Dürft ihr euch genehmigen natürlich. Habt Spaß und wir gehen jetzt gleich auf die Strecke und dann schauen wir mal, wer heute Abend auch wirklich dabei ist. So, alle stehen in der Box. Also, wir haben dabei, der Max ist dabei, Ripple ist dabei, Walter ist dabei. Gut. Die Raumanstellung wird nochmal geändert von Schadensmodelle. Ja. Augenblick fehlen so ein paar. Also, es ist wirklich prall gefüllt. Quali-Start. Es sind so ein paar Absagen leider heute dabei. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Emma Motorsport, einen wunderschönen guten Abend. Nimm Platz, fühl dich wohl bei mir. So. Battle Cat, nein. Es gibt keinen Schnaps. Also, Danny ist dabei. Range dabei. Dann haben wir Ripple dabei. Dann ist Max dabei. Papa Joe haben wir. Lakritz dabei. Walter dabei. Maggie dabei. Und King Bullet dabei. Das sind leider heute die Fahrer. Alles andere hat leider absagen müssen. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Hedge muss leider absagen, habe ich gesehen. Andy, ne, leider auch absagen müssen. Domi hat immer noch Internetausfall. Er wird auch bald im Dreieck bringen. Domi leider nicht dabei und Psycho leider nicht dabei. Also es sind viele, viele Absagen heute. Aber dafür haben die anderen dann jetzt die Chance zu punkten. Ja? Bei King Bullet und beim Ripple, die haben natürlich die Chance, dass sie hier vorne wegfahren können.
Ja, also, gehen wir doch mal in das Fahrzeug quasi mit rein. Und schauen mal hier uns die Strecke an. Vielen, vielen Dank, MH Motorsport. Und du bist mein 900. Follower. Vielen, vielen Dank. Danke dir dafür. Vielen, vielen Dank. Ich habe es geschafft. Wir haben es erreicht. Und jetzt geht's Richtung 59. Steckt mir lieber kleine Ziele. Und dafür weniger. Und dann gucken wir. So, da vorne sehe ich auch einen Austritt. Und dann sehe ich auch den Kollegen Ripple in einem neuen Design. Ist jetzt bei Kami dabei. Yo! Ist jetzt dabei. Ja, also da hat es einen Wechsel im Team gegeben. Aber er bleibt da weiter seinem Aston Martin treu. Vielen, vielen Dank, MH. Danke dir. Schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Oh, also, ihr seht ja schon, es sind einige scharfe Kurven dabei. Darfst du nicht so arg über den Körb räubern. Sonst hast du das Problem, dass dir hinten das Heck wegzieht und dann dich eventuell eindrehst. Oder das Grün hier dann den Takt vermisst. So, Start und Ziel, da sind wir dabei und wir sind bei 1:30. 1 Minute 30, 917. Die Zeit vom Straight. Also, erstes der Max, den sehen wir hier in seinem Godzilla. Der Nissan GT-R 1:29.674. Dann haben wir jetzt einen neuen Spitzenreiter hier. 1:29.642. Also 0,032 Sekunden hat hier der Maggi die schnellste Zeit gehabt. Dann sehen wir hier den Lakritz 1:29.979 mit seinem BMW M6. Der Walter 1:30.097, Platz 4 im Augenblick. Ripple jetzt, wie gesagt, 1:30.430. Das kommt aber noch. Danke dir. Ja, finde ich schon ganz geil und so ein kleines bisschen stolz, weil ihr wisst ja vielleicht selber, die Gran Turismo Community oder allgemein Gran Turismo wirft ja nicht so viele Zuschauer ab. Und dann lassen wir es erreicht. Finde ich ganz geil. Also, wie gesagt, bin schon ein bisschen stolz. Na? Danke euch. So, 1:30.510 hier vom Papa Joe. Auch Kami. Dann King Bullet hat 1:30.582. Aber ich denke mal, da kommen auf jeden Fall noch schnellere Zeiten. Ne? So, dann der Dani auch Kami. Also es wird eine Kami interne Meisterschaft bald. Ne? 1:30.861. Und der Strange im Augenblick 1:30.917 haben wir gesehen. So, wer es nicht weiß, wir haben 20 Minuten Qualifying und danach gibt es gleich volle Renn-Action mit einer kurzen Pause dazwischen. Das wird dann auf jeden Fall, könnt ihr noch was zu trinken und ich muss mir auf jeden Fall noch mal was zum Trinken nachschenken, weil ich habe, glaube ich, mein Spezi, das wo ich mir selber zermischt, da ist ein bisschen viel Sirup mit drin. Muss mir deswegen noch mal ein Wasserchen nachziehen. So, im Augenblick ist der Ripple jetzt auf der 1:29.381. Der hat ja im letzten Rennen ein Feuerwerk abgebrannt, sondergleichen. Brutal, was der letztes Mal abgebrannt hat. Echt stark. So, mich freut es auch wieder, dass heute mein Mod wieder dabei ist. Aus dem Urlaub frisch erholt natürlich. Es freut mich sehr, sehr stark, dass du wieder dabei bist. Sehr, sehr schön. So, und nochmal Bestzeit, lila Zeit, wieder Sektor Bestzeit, lila Zeit vom Ripple. Also, Teamwechsel hat auf jeden Fall nichts dran getan, dass er schneller oder langsamer geworden ist, sondern einfach nur anderes Design, aber Grundschnelligkeit hatte er sowieso. Na, ja, nochmal lila Zeit, liebe Zuschauer. Und 29,334. Nochmal die Zeit getoppt. So, jetzt geht auf jeden Fall Max rein. Holt sich wahrscheinlich nochmal neue Socken. Ich denke mal, tanken würde nicht. Schauen wir einfach mal. Regen hätte ich jetzt persönlich nicht gewählt auf diesem Fahrzeug. Das ist eine Geschmackssache. Genau. Neue Reifen geholt. Und dann geht es nochmal ab
hier auf die Strecke mit neuen Gummis. Ne? Eine Einfahrtsrunde brauchst du auf jeden Fall, dass die Reifen richtig schön warm werden. Und dann kannst du hier richtig auf der Strecke hier das Gaspedal durchdrehen. So. So, Maggi hier unterwegs. Kommen wir mal in das Fahrzeug mal rein. Da sind wir schon drin. Der Aston Martin. Und wir sind hier mit dem DB9 unterwegs. Nicht, dass man so denkt. Am Anfang habe ich mich wirklich gewundert. Was ist denn das für ein Auto? Das ist aber nicht der Vantage. Nee, der DB9. Bisschen länger. Bisschen... Finde ich nicht so grazil, nicht so. Diese Proportionen finde ich beim Vantage einfach besser. Für kompakter finde ich, schaut von der Optik einfach besser aus. Ist aber Geschmackssache, wie bei jedem. So. Max ist, wie gesagt, auf der Boxenrunde unterwegs. So ist eigentlich. In der Monk. Na dann. So. Also schauen wir mal, was Maggi jetzt gleich noch auf die Zeittabelle bringt. Ist hier auf der Start- und Zielgeraden. Aber ich denke mal, es wird keine bessere Zeit werden. Richtig. Und dann sind wir schon bei Max. Max befeuert seinen GTR. Dann frage ich mal den Chat, welches Fahrzeug würdet ihr denn wählen? Oh, hat meine Moderatorin nochmal geschrieben? Was? Ein Laptop hat gerade. Hintergrund noch mit meinem Wort mal geschrieben, hat ihren Rechner quasi irgendwie zerrissen. Kommt natürlich auch mal vor, ne? Und von daher alles gut. So. Max 29364. 29364. Genau, richtig so. Das ist gut so. So muss es sein. Lass es dir schmecken auf jeden Fall, Raffi. Machen wir das hier rein und nehmen wir das da weg, dann schaut das wieder besser aus. So. So, das mache ich mit. Ja, die nervliche Belastung. Ja, ich hole mal vielleicht auch noch ganz kurz dann in der. Dann mal Prost zusammen, genau. Lasst es euch schmecken auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt euren Mittwoch gut verbracht bis jetzt. Ja, ich habe zum Glück Urlaub, aber irgendwie ist es auch kein Urlaub, weil einfach irgendwie ich nur unterwegs bin. Heute mal ein bisschen nichts gemacht. Und ja, muss auch mal sein. So, 29.64, also konstante Zeit, was hier der Max auf jeden Fall auf die Beine zaubern. Die haben ja nochmal Zeitenverbesserung 1. 29.312. Na, hat er sich nochmal neue... Nee, Reifen hat er keine neuen geholt, aber der Mann ist einfach unglaublich schnell. Denk fertig und jetzt zuschauen. Ja, bin ich cool. Darf ich fragen, wie du zu mir gekommen bist auf meinen Kanal? Ich immer, ja, fahre immer ein bisschen so gerne von meinen Leuten. Ich wurde vorher auf das Rennen.
Ja, Raffi, sind halt leider heute nur ein paar wenige da. Also 9 Leute, es ist halt schade, aber du Arbeit und wenn man es nicht schafft, geht einfach vor, ganz klar. Und deswegen wollen wir ja noch nicht ummotzen oder sonst irgendwas. Das wird auf jeden Fall trotzdem spannend. Aber jetzt passt es endlich mal. Bin auch. Ah, das ist schön. Das ist cool. Ja, fährst du dann noch selber? Wenn ich fragen darf. Und Lacritz hat im Augenblick die schnellste Zeit gefahren. Die schnellste Zeit. Mein unterfränkischer Kollege. Also mein fränkischer Kollege hat eine neue Bestzeit aufgestellt. 1:28.898. Hatte er jetzt auf jeden Fall die Zeit geknackt. So, fährt jetzt hier gerade mal übers Gras. Ui, ja. Ich glaube, er war nicht so geplant. Hat hinten noch einen Einschlag gehabt. Ja, vielen, vielen Dank, Slangway. Danke, schön, dass du dabei bist. Jo, okay, wo fährst du dann, wenn ich fragen darf? So, Ripple versucht natürlich hier die Zeit zu kontern. Ich sag, aber nicht. Aber Zeit her. Hier sind wir schon wieder auf lila Zeit und jetzt haben wir schon wieder die Chance auf lila, auf eine neue Bestzeit. Ripple ist auf dem Weg zur neuen Bestzeit. Reifen sind auf jeden Fall gut angefahren. Hm? Ja, Teamlackierung von Team Amy. Und wir schauen, wir immer noch lila Zeit. Immer noch lila Zeit, Freunde. Die Bestzeit von Lara Kids ist in Gefahr. Nein, und das könnte eventuell die Zeit gewesen sein. Das könnte ich fahren zurzeit in der Hero und in der Hot Summer Challenge. Okay. Ja, das könnte eventuell die Bestzeit nicht gewesen sein. Schauen wir mal, ob es gelangt hat. Und nein. Der Austritt hat ihn die Bestzeit gekostet. Schade, schade. Ein bisschen zu viel gewollt. Und dann, naja. Bald kommen neue Herausforderungen. Das ist richtig. Das glaube ich auf jeden Fall. So, 29.099 hier beim Kollegen King Bullet. Der Spitzenreiter. Ah, hier, schön, fährst du quer. Ist der mehr, ne? Das auf jeden Fall. So, jetzt schon einen wunderschönen guten Abend. Schade, dass du heute nicht dabei bist. Na, heute werden auf jeden Fall wären Punkte drin gewesen mit deiner Corvette. Ne, Hedge kann leider nicht vom TTW. Dadurch muss hier der Kollege Chris hier alleine die Stange für TTW hochhalten. Noch 1:31, keine Zeitenverbesserung. So, Walter steht mal. Hat jetzt gerade nicht so gut ausgesehen. Hat hier mal kurz. Frauchen hat Geburtstag. Ja, okay, dann musste ja quasi. Das musste. Macht man das natürlich, dass man nicht mitfährt. Ganz klar. Ah, sagt sie natürlich. Happy Birthday von uns allen. Aber schön, dass du trotzdem reinschaust. So, Maggi hier auf der Position Nummer 5 hat jetzt für sich eine neue persönliche Bestzeit gefahren. 1:29.340. So, Max jetzt im Augenblick auf der 6. Position. Da ging im Augenblick nichts mehr als 29.364. War seine schnellste Runde. Papa Joe ist in der Box. Dann haben wir Strange. Da ging auch noch keine Zeitenverbesserung ins Land. Und 1:30.317 hat Kollege Danny. Vielleicht kriegen wir jetzt noch eine bessere Zeit hin. 1:29.983. Da waren wir genau richtig drauf. Hat sich jetzt leider noch nicht nach vorne geschoben, aber die Zeit wird schneller. Und das ist doch auf jeden Fall Motivation, dass man hier auf jeden Fall schneller fahren kann. So, Chris ist immer noch auf der 1. Ripple, schauen wir mal, wo bleibt seine Zeit stehen? Top Qualifying ist bald vorbei. 3,5 Minuten haben wir noch zu gehen im Qualifying. Ah, nicht
ganz so top aus der Kurve gekommen. Aber Boxenrunde dauert noch ein bisschen. Dann schauen wir mal hier auf den Bulle, der jetzt gerade angefangen hat. Schauen wir uns mal sein Flugzeug von hinten an, vom Radical Racing. Vom lieben Kollegen Marvin und das Team. Ah, muss ja konstant hier immer auf der Platte bleiben. Und King Bullet führt, wie gesagt, die Tabelle im Augenblick an. Ja, das würde der Aufstieg bedeuten in Liga Nummer 3. Aber Ripple wird es ihm natürlich heute so schwer wie möglich machen. Natürlich, er will natürlich auch mit hoch, ganz klar. Im Augenblick jetzt die Regelung ist, muss ich dann nochmal erfragen. Bis zum nächsten Stream kann ich euch das sagen. Weil es hat ja durch das, dass ja einige aus der Liga ausgestiegen sind, hat es einige Verschiebungen gegeben. Deswegen ist ja, glaube ich, Banegen nochmal eins rauf. Bin ja auch aufgestiegen in der Liga. Eins war ja vorher die Liga Nummer 5. So, eine Krabum-Ätna ist da. Ich hoffe, dir geht's gut, liebe Tanja. Dass dein Schnupfen einigermaßen jetzt mal weggeht, so langsam. Ja, natürlich super. So, Max hat sich an die Spitze gesetzt. In der Zeit. Max hat sein GTR jetzt an die Spitze gesetzt. 2-1-28-1-1-7. Ist er im Augenblick mit dem GTR vorne. 0,081 Sekunden vorm Chris. So. Frau Battlecat. Ah, da war natürlich unglücklich hier die Situation. Ausgefahren. Noch eine Minute haben wir. Frau Battlecat, wir sollten vielleicht doch mal überlegen, vielleicht noch für den Winter hin vielleicht einen Tee noch einzuführen. Was hältst du von dieser Idee? Haben wir den Eiskaffee raus? Nehmen dann dafür Tee rein. So, also, jetzt wieder Wechsel an der Spitze. Geben sich gerade die Klinke in der Hand und jetzt hat Ripple nochmal richtig rausgekommen. 1,28,559 von Ripple in der letzten Runde noch. Das könnte heute extrem spannend werden. Als 28 und 29. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was heute so abgeht. Ja. Shogi haben wir ja schon. Vielleicht ändern wir es einfach um. So, Quali-Ende. Heiße Schokolade haben wir ja schon. Muss ich vielleicht nochmal umändern. Vielleicht in heiß oder so. Mal schauen vom Namen her. Mal gucken, weil Shogi heißen. Ja, Tee könnten wir machen. Ob Früchtetee, ob egal. So, 5 Minuten Pause. Ich gehe noch mal was zu trinken holen, ihr natürlich auch und ich bin gleich wieder da. Wir werden noch ein bisschen Musik einspielen, dass ihr hier nicht ganz so alleine seid und dann sehen wir uns. Bis dahin.
is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. So, are you ready, ladies and gentlemen? Kommt, macht bloß ein Tee ist dazu, dass man sich besser fühlt. Frau Moderatorin. Genau, Prost. Wollen gleich Wasser nachtrinken, weil so ist es. Oh. So, alles sind ready hier im September. Hier, was? Hauptsächlich auf dem Kanal, meistens. Und da auch. Hm. Hey, wenn's draußen nass kalt ist, so ein richtiges Arbeiter ist, ne? Du kommst nach Hause. Bin ich einen Tee eigentlich ab und zu nicht mal ganz so schlecht. Kommt davon, was du halt für einen drückst. Also von daher wird man sehen, Freunde. Ja, also gleich geht's los. Hier. Bin wirklich gespannt, weil heute wirklich nicht so viele da sind. Aber ich denke mal, es könnte trotzdem gut werden. Na gut, kommst du einen Tee und dann noch den Glühwein. Passkaffee und Lebkuchen statt Kuchen. Servus, Psycho. Ja, kann ich ja umstellen. Aber dauert noch ein bisschen. Lass noch ein bisschen den Lebkuchen im Schrank. Hätte das mal noch Spekulatius draus machen müssen, auch noch. So, morgen bekomme ich mal einen anderen Kopfhörer. Das ist zwar auch schon eine neue, aber weiß nicht, da bin ich nicht hundertprozentig zufrieden damit. Na, wird sich trotzdem so ein bisschen drunter. Muss mal gucken, wenn morgen der andere kommt. Schau mal, also. Was ist denn hier? Kann man da noch mal einstellen, justieren. So, ich habe Dominosteine gekauft. Jetzt schon. Was jetzt Dominosteine? Siehst aber Knaller durch, ne? Battlecat. So, also wir starten von hinten wie immer und schauen, ob alle wegkommen oder ob da wieder Probleme gibt mit der Lobby und wir hoffen, dass es soweit ist. Die Ampel ist auf Rot. Es kommen alle weg. Mehr als schlecht. Aber es kommen zumindest alle weg. Und das ist schon mal gut. So, erste Kurve geht alles. Ihr wisst Bescheid.
Aber sie verhalten sich alle fair und so muss es sein. Wird schon mal wieder der Start. Der Liga wird. Ja? Rico, wie du siehst, Start hat geklappt. Jo, Maggi ist so ein bisschen weiter hinten. Also da ging halt wirklich leider nichts. Aber mal gucken. Also wir gehen mal von vorne durch. Schäden gibt es, glaube ich, keine. Schauen wir durch und dann gehen wir mal ein. So, okay. Passt. Wir gehen mal mitten rein. Auf King Bullet. Und schauen uns das Ganze mal von hinten an. Also Platz 5 für Bullet. Da vorne unseren Papa Joe, der heute wieder scheint mit dem Controller fährt. Und dann haben wir den Max, Lakritz und Ripple. Ripple zieht natürlich schon wieder weg. Immer eins nach vorne. Jetzt sehen wir hier auch gleich den Max, der hier Lakritz probiert, jetzt schon in den Anfangssekunden zu packen. Aber da hat er im Augenblick noch das Nachsehen. Mal schauen. Ja, man sieht auch die unterschiedlichste Linie bei Lakritz. Er kommt von außen weiter rein, nimmt quasi den Schwung noch mehr mit, dass er den Kurveninnenpunkt noch besser trifft. Und dadurch gewinnt er so ein bisschen mehr Zeit. Aber das ist nicht viel, aber er gewinnt zumindest mehr Zeit. So, erste Runde haben wir mit 1:35.477. 40 Runden, wie ihr seht, oben links fahren wir, na, bei einer Zeit von 1:30, sagen wir im Schnitt. Und jetzt hat er die lange Gerade. Jetzt versucht sich heranzubremsen. Max probiert den Angriff, hat es aber noch nicht geschafft. Wir schauen gleich weiter, bleiben kurz bei diesem Duell. Ah, seht ihr es hier? Ganz unterschiedliche Fahrlinien, aber wie ihr seht, klappt bei beiden. Sehr, sehr geil. So, dann haben wir dahinter unseren Papa Joe, der direkt hinter Max direkt ist. Und dann haben wir auch schon unseren King Bullet. Dann gehen wir aber trotzdem noch weiter hinter. Dann bleiben wir hier beim Kollegen Strange. Strange ist am Play Dunny dran. Oh, leichter Ausflug hier ins Grüne. Das Gras war aber da schon relativ gut gemäht. Ne? Jetzt hat er halt so ein paar Furchen drin. Muss halt der Landschaftsgärtner wieder ausbessern. Wir schauen nach hinten. Da sehen wir unseren Maggi, der einen miserablen Start gehabt. Wir schauen nochmal. Legen wir es nochmal hin. Ich glaube nicht. Haben wir den Start nochmal rein? Ne, haben wir leider nicht mehr drin. So, und jetzt haben wir hier lila Bestzeit. Aber zweite Runde, ihr wisst es ja. So, gehen wir weiter nach vorne. Nach vorne geht die Ost nämlich ab. So, wir fangen aber mal ganz vorne an. Also, der Ripple ist drauf, hat jetzt schon wieder. So, jetzt sind wir dabei. So, Ripple, 2,7 Sekunden, hat mit 1:28.53 hier die erste richtige Beste gesetzt. Der Tommy ist auch da. Schade, Tommy, dass du heute auch nicht dabei bist. Dann haben wir den Chris auf Platz 2 mit 1,2 Sekunden Vorsprung. Und dann haben wir hier schon einen wahnsinnigen Dreikampf hier. Papa Joe und Lakritz. Papa Joe, King Bullet und Rex. So, wir gehen mal ins Fahrzeug. Scheibenwischer es an. Das heißt, die 5 PS hat er auf jeden Fall schon mit drauf. So, ich glaube, das kriegen die meisten immer mit. Oder es ist irgendwie so ein Ding. So. Komm gerade zur Tür rein. Ah, schade. Dass natürlich hier die paar Minuten zu spät bist. Oh. Hast mal ein bisschen Wasser aufgefüllt. Na, kann man nicht trinken, ey. Gibt's mal ja alles zusammen. Also, er muss sich natürlich zur Wehr setzen. Hier, der Kollege King Bullet vom Papa Joe. So, jetzt würde es mich mal interessieren, ob der MH eventuell weiß, ab jetzt Papa Joe hier mit Controller fährt. Und da kommt schon der Angriff. Da kommt der Angriff. Er setzt sich an. Die Corvette zieht voll durch. Und Platztausch. Das schauen wir uns nochmal an. Sehr gut gemacht hier vom Papa Joe. Auf der langen Geraden. Auf der Starterzielgeraden. Sind wir hier dabei und haben das Überholmanöver gesehen. Ja, Runde 4 und jetzt haben wir auch das Duell hier der Teamkollegen Strange gegen
den Kollegen Walter. Walter muss sich zur Wehr setzen. Der Mercedes drückt hier unheimlich aufs Gas und versucht dem Teamkollegen hier den Schneid abzukaufen. Walter fährt schon Kampflinie. Die Kampflinie braucht er auch, weil sonst lupft Strange durch. Ja? Erzählinformation war Controller. Okay. Er hat irgendwas im Discord stehen, aber da war es, glaube ich, noch nicht. Glaube ich, 100%. Ja, Battlecat, was hast du denn mit deinem PC? Oder mit deinem Laptop? Was macht er denn? Wenn ich fragen darf. So, ja, halbe Sekunde zwischen den beiden. Wir gehen doch mal. Ja, da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Hier, Start- und Zielgeraden sind wir schon wieder. Und Zeit sind wir bei. 1:30. Was ist mit King Bullet passiert? Was ist mit King Bullet passiert? Wieso bleibt der hier fast stehen auf der Blue Screen? Ach, Zeit abbauen. Zeit abgebaut. Du fängst so einfach aus. Blue Screen einfach so aus. Twitch raus, raus. Dann kann sein, dass eventuell was kaputt ist. Blue Screen hatte ich auch schon mal. Ich glaube, ist Netzteil oder? Nee, das ist Netzteil. Irgendwas anderes. Nee. Hier verliert er. Da verliert er. Und es leckt in 3 Sekunden auf dem Laptop hinterher. Tendenz. Eigentlich. Es hat alt. Ja, gut. Oh, hier Quersteher. 1,28. Tief war es, Tommy. 1,28,3. So, also King Bullet muss ich hier schauen. Wie gesagt, war halt schon weit vorne. Aber jetzt ist er ganz schön weit hinten mittlerweile, weil Strafe halt, ne? Und Strafe kann dich halt eventuell den Platz an der Sonne kosten. Also, Rüppel fährt hier wieder in einer eigenen Liga 5,3 Sekunden, ne? Ne? Dann haben wir hier das Duell Lakritz gegen Max. Ist zwar 0,6 Sekunden dahinter, aber kann sich bald ändern. Dann haben wir auf Platz 5 unseren Papa Joe Walter. Und dann sehen wir hier ein Dreier gespannt. Na, die Jungs um Walter und Strange hier im Duell mit King Bullet. Ja, sauber fahren musste, sonst musst du die Strafe abbauen. Und das kostet dich halt extrem viel Zeit. Ja, persönliche Bestzeit hier. Oh, schaut euch mal die unterschiedlichen Linien hier an. Walter muss aufpassen, dass er nicht von seinem Teamkollegen gleich überholt wird. Und King Bullet macht wahrscheinlich auch gleich den kleinen Prozess. Da sind wir schon, da kommt er schlecht raus aus der Kurve. Windschatten ist da bei beiden. Der Angriff könnte, wenn er von King Bullet gleich kommen. Nee, Zeit wird sogar größer. Also der BMW scheint auf der Geraden nicht. Oh, da der Abflug. Der Abflug von Walter. Der Abflug von Walter. Schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an, Freunde. Der Druck war dann doch scheint zu groß. Aber alles noch okay. Ah, da war das Problem. Er springt auf den Curb. Hab Curb zu eng genommen. Wird das Auto ausgehebelt und dadurch hat er auch den Frontschaden. Jetzt gleich in die Box. Aber was ist eigentlich mit meinem Freund? Maggi los. 1:30er Zeiten. Maggi, was ist da los? 2:03. Was ist da los? 43 Sekunden zurück. Irgendwas war da. Irgendwas muss da gewesen sein bei Maggi. Wir werden es vielleicht noch erfahren. So, also, der Abstand zwischen den beiden bleibt circa gleich. Und jetzt haben wir hier jetzt den nächsten Kampf. Die Bullet ist vorbei. Ja? Am Strange durch die Situation. Dadurch jetzt King Bullet auf der 5. Ja, aber er hat es gemerkt. Strafe. Eher weniger schlecht. Ja, dadurch musste jetzt ganz schön weit nach hinten. Und der Titelaspirant hat jetzt so noch
vier Autos vor sich. Und vorne Ripple zieht halt seine Kreise. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt ist Strange aber wieder dran. Also, heute scheint der BMW auf der Strecke nicht so wirklich gut zu gehen. Ah, hier. Fast dasselbe Problem wie beim Kollegen Walter. Auch die Aushebung des Fahrzeugs zu arg über den Kopf geräubert. Dadurch konnte sich jetzt King Bullet wieder leicht absetzen. Da muss man schon aufpassen. Da ist er schon über eine Sekunde weg. So, Play Danny heute hier. Gute Vorstellung. Vielleicht klappt es heute endlich mit dem ersehnten ersten Punkt. Würde sie wünschen natürlich. So, 1:28.534 ist die schnellste Zeit im Augenblick von Ripple. Ah, da ist er zu unruhig, der Strange. Da schätzt er die Kurve immer falsch ein. Ja, er räubert zu arg über den Curb und das kostet ihm so viel wertvolle Zeit. Der Gegner kommt ran und kommt nach vorne, zieht er ein bisschen weg. Ne? Also er fährt schon, finde ich, fast am Limit. Schaut es für mich aus. Oder wie seht ihr das? So, wir gehen nochmal die Reihenfolge durch. Also, konstante Zeiten beim Danny 30, 31, 31, 30. Haben wir beim Ripple, der 8,2 Sekunden vorne wegzieht. Der Kids hat immer noch den Kollegen Max im Lapdau, der mit 0,7 Sekunden den Abstand leider nicht verkürzen kann. Aber die Reifen vom BMW, wie ihr seht, nagen schon wieder mehr als beim ETR. Ne? Also, BMW ist schon wieder ein Reifenfresser, muss man schon wirklich so sagen. Die Zeiten werden dementsprechend natürlich nicht wirklich besser. Muss man mal gucken, wie es dann zum Schluss hin wird, wenn es in die heiße Endphase geht. Ob er dann, wenn es dann wirklich spitz auf Knopf steht, dass er dann das Rennen hier für sich quasi dann für sich behalten kann. So, aber Joe im Augenblick hat einen sehr, sehr guten vierten Platz. Macht im Augenblick einen sehr, sehr guten Top. Aber mal wirklich aber mit Controller fährt. So, schaut gut aus. 1,30, sehr, sehr konstant. Ich hab dir mal was geschickt. Schau mal bitte. Aber der Abstand wird definitiv leider gleich. Ja? Zwar jetzt im Augenblick scheint er noch größer zu werden, aber der Kollege im BMW ist nicht ganz so langsam. Schauen wir mal. Reifentechnisch ist... Ah, schaut fast gleich aus. Na? Ah, die Zeit wird weniger. Die Zeit wird knapper. Schauen wir uns mal die Zeiten im Vergleich an. 1,30, 1,29, 1,30 zu 1,30, 1,30, 1,30. Also konstant fährt. Muss man schon sagen. Sehr, sehr geil. Und da der aussieht, nein, der macht sich selber kaputt. Papa Joe, warum? Warum, Papa Joe? Da ist noch alles okay. Halt, Entschuldigung, müssen wir hin.
Und da ist, wie auch bei den anderen, der Körb ist das Zünglein an der Waage heute. Auch er räubert zu Ach über den Körb, das Auto versetzt, springt quasi, er hat keine Kontrolle mehr über das Fahrzeug, schiebt das Fahrzeug quasi in Aus und dann hat er das Problem, er verliert zwei Plätze. Das ist so ärgerlich, weil er bis jetzt so ein gutes Rennen gefahren hat, der Kollege Papa Joe. Schade, schade, schade. So, dadurch ist jetzt King Bullet auf der 4 und dahinter ist der Kollege Stretch. Ja, Mercedes GMB und hier halbe Sekunde, kann er die Zeit drücken fast, Strange. Schauen wir mal, ob wir hier die 8er, die 29er Zeit sehen werden beim Strange. Gehen wir stark davon aus. Ja, zieht etwas mehr rein, kommt aber noch nicht vorbei. Er zieht natürlich auch den Windschatten vom vorderen Kollegen. Oh, hat er jetzt ganz schön viel Zeit verloren. Ganz schön viel Zeit hat er verloren. Da kommt er besser raus. Ah, muss er echt aufpassen. Also, Dragon Track Garden ist schon eine heiße Strecke, was hier Abflüge angeht. Jetzt sind sie auf der Start und Ziel. Es könnte trotzdem eine neue Zeitenverbesserung für ihn geben. Persönlich, und wir schauen, ob die 29 steht und... Nein! 1.30.4. 1.7 hat er noch ganz schön viel Zeit verloren. Hat ganz schön, hat eine halbe Sekunde nochmal draufgepackt. Sehr, sehr schade hier bei ihm. So, vorne 12 Sekunden fährt Ripple allen davon. Ja? Dann haben wir immer noch das Duell und die bleiben halt echt von der Zeit so konstant. Ja? Aber wir sehen den Reifenabrieb deutlich zu erkennen, was mehr ist beim BMW wie beim Nissan. So, King Bullet hat immer noch den Kollegen Strange im Schlepptau. Nein, wir haben alles so Duelle, ja, aber jetzt hat das Problem hier, dass King Bullet hier den Vorteil hat, dass der Kollege Strange die Zeit abbauen musste. Ja, vielleicht hilft es da was, Battlecat. Ich weiß es nicht. Mal kurz gegoogelt und mal kurz reingeschaut. So, Windschatten ist da. Zeit wird auch weniger. Der Abstand wird auch weniger zwischen den beiden. Ja, und da hier auch. Habt ihr gesehen, wieder wie er gesprungen ist? Das kostet Zeit ohne Ende. Ah, jetzt ein bisschen mehr, besser rausgekommen, obwohl er hier den hüpfenden Flo gemacht hat. Schade, schade. So, Papa Ciao ist auf dem Weg. Und da hinten sein Kollege, der Play Dunny. So, an 32, da merkt man auch wieder, die Reifen bis zum Ende werden wieder missbraucht. Ja, also das scheint so beim Dunny so das Problem zu sein, finde ich, dass er sein Material bis zum Ende ausnutzt. Beziehungsweise über den Punkt hinausfährt. Was nicht unbedingt so gut ist. So, Walter haben wir jetzt auf Position 8. Was ist jetzt eigentlich mit meinem Magie los, ne? Zeiten sind auf jeden Fall schon mal besser. Also, er robbt sich langsam ran, aber das ist ja nach vorne, hat er eine Minute Rückstand. Eine Minute und wir fahren für nur 1.30. Also, da könnte es eventuell sogar eine Überrundung heute noch geben. 13 Runden haben wir bis jetzt absolviert. Und der zieht da vorne seine Kreise. Lecko funny, ey. Er zieht heute aber richtig am Gas an. 1.29, 8.68, 1.29, 5.13, 1.29, 6.52. Und wir haben wieder eine 29, oder? Ist es schon die 1.30? Ja. Einmal fast gedacht, 1.30, 0.81. Die Reifen sind so langsam am Ende, aber ich denke mal, dass er die zu Ende fahren wird. Die Reifen, beziehungsweise dass halt der Sprit dann das Entscheidende wird, dass er dann beides wechselt. So, im Augenblick haben wir dann den Max auf der zweiten Position, nachdem Lakritz jetzt in die Box ist. Ja, schauen wir mal, welche Strategie quasi von beiden hier besser ist. Ich
welche Strategie quasi besser ist von den beiden. Ob jetzt die jetzt in die Box gehen und die Reifen jetzt mit frischen Reifen besser rauskommen oder ab der Kollege Max hier die 1,30, ja, könnte jetzt aber auch Richtung 1,31 gleich gehen, aber ich denke mal, dass er jetzt gleich in die Box fahren wird. Wird er nicht besser. Es wird ja nicht besser. Du hast gesehen, nicht gut aus der Kurve rausgekommen. Komm mal, bleib mal noch mal drauf. Jetzt ist auch Ripple in der Box. Jetzt kommen wir auf die Start- und Zielgerade. Dann schauen wir mal, ob der Kollege hier gleich in die Box fährt. Ja, jetzt fährt er in die Box. Und die Reifen werden gewechselt. So, King Bullet jetzt auf der 3. Geht in die Box. Strange ist dabei. Aber schau in der Box. Ja, jetzt haben wir hier schon mal die erste heiße Boxenphase. Das kann jetzt schon mal entscheiden werden, wie viel Sprit ich mitnehme oder auch nicht. Und er bleibt eiskalt draußen, Danny. MH, eine Frage. Warum fährt eigentlich der Kollege Danny immer alles bis zum Schluss? Die Zeiten werden doch nicht besser. Erklärt mir das bitte mal. So, Walter jetzt auf der 3. Lakritz ist schon aus der Box. Also, er ist vor ihm aus der Box. Ja. Ah, sehen wir es hier. Sehr, sehr unterschiedlich. Die Tankvorgänge. Chris hat weniger mitgenommen wie der Kollege Max. Bin ich gespannt. So, jetzt muss aber relativ schnell vorbeikommen, weil von hinten schiebt ja der Max ja schon an mit seinem GTR. Ah, er probiert es vorbei, aber Kampfposition, da musst du nicht Platz machen. Aber wenn man sieht, dass der andere schneller ist, wirklich viel schneller ist, dann sollte man doch so fair sein und Platz machen, aber... Ja. Ah, jetzt hat er die Innenbahn, jetzt hat er es, jetzt könnte er vorbeigehen, ja. Chris ist vorbei, starkes Überholmanöver und ich denke mal auch fair gelöst für beide, aber Beschleunigungsduell ist da, also der Walter Express ist nicht langsamer. Schau mal an, wie der hier Gas gibt, der Walter wieder. Kurve geht aber nach rechts. Ja, jetzt ist er vorbei, Situation ist jetzt auf jeden Fall vorbei und bereinigt. Ah, Austritt hier. Austritt vom Lakritz. Hat er nochmal Glück gehabt. Also, Danny ist jetzt in der Box. Für mich 3 Runden viel zu spät. Zu spät, 3 Runden. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. So. Jetzt sind wir hier beim Kollegen Max dabei, der jetzt ja den Walter vor sich hat. Und das spielt auf jeden Fall im Lakritz in die Karten. Weil er muss erstmal vorbei, ne? Weil wir haben es ja gesehen. Walter lässt sich nicht so leicht lumpen. Er kämpft um seine Position. Ah, jetzt hat er aber die Innenbahn. Bremst sich rein. Kommt vorbei. Ja, ist vorbei. Aber kommt der Konter. Der Konter kommt, so wie es ausschaut. Der Konter kommt. Der Aston Martin geht auf der Geraden wie die Sucht. Schaut euch an, ey. Jetzt ist er wieder vorbei. Starkes Duell hier der beiden. Nicht so weit über den Körper fahren. Ja, nicht, dass man hier wieder ausgeben wird. Und Wahnsinn, ey. Gute Frage, aber ich auch gerne lange fahren. Vielleicht Kopfding wegen dem Rhythmus und so. Ja, aber das macht jetzt schon öfters und das, die Zeiten werden nicht schlechter. Wenn immer so 1-2 Runden, ne, wo in die Box gehen, der, boah, war aber ganz schön strange hier. Vom Walde. Wenn er so 2-3 Runden eher in die Box geht, hätte er doch bessere Chancen, noch weiter davon zu kommen, weil halt einfach die Zeiten nicht schlechter werden. Nicht viel, nicht ganz so schlecht werden. Ja, also, gehen wir doch mal da vorne durch. Ripple war ja schon in der Box, hat jetzt 14 Sekunden Vorsprung. Also hat sich nichts dran geändert.
Lakitz jetzt auf der 2, hat jetzt dadurch das Ganze durch seine früheren Boxenstops 2,7 Sekunden sich den Vorsprung rausgefahren, muss aber natürlich wieder eher in die Box und da muss halt wieder alles klappen, ne? Darf keine Radmodus sitzen oder Festklemmen oder sonst sowas irgendwie. Recken, schönen guten Abend, schön, dass du dabei bist. Doch, die Unterstützung auf jeden Fall für die Kami-Jungs ist da. Haben wir Strange, ne? Und hinter ihm fährt der Kollege King Bullet. Hör mal, aus dem Fahrer raus. Aus dem BMW. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wie er den Mercedes quasi vor sich her schiebt. Und dann sehen wir es auch ganz genau, wie das Fahrzeug instabil wird zum Teil, wie du über die Curbs drüber fährst. Räuberst du zu arg über die Curbs drüber, wird das Auto dermaßen instabil. Du hast entweder vorne eine lose Lenkung, auf Deutsch gesagt, oder hinten hast du so einen wackeligen Popo. Es ist beides nicht so toll, aber lieber vorne so eine kleine instabile Vorderachse zu haben, wie hinten ein nervöses Heck. Weil wenn das Heck mal weg ist, dann kannst du auch meistens vorne nichts mehr retten. So, aber der BMW versucht dran zu bleiben am Mercedes. Ich finde, der BMW ist nicht unbedingt das beste Auto hier auf der Strecke. Naja, davor haben wir jetzt noch einen Max, der hängt auch mit drin, aber jetzt ist er auf jeden Fall dran. King Bullet ist dran und versucht hier vorbeizukommen. Aber Kampflinie hier vom Kollegen Strange. Die Tür zu weit aufgemacht? Nee, doch nicht Glück gehabt. Hab schon gedacht, der macht die Tür zu weit auf, dann hätte er durchschlupfen können, King Bullet, aber nein. Da hat er Strange nochmal richtig Mirko. Vielen, vielen Dank für deine verschenkte Abos. Vielen, vielen Dank. Ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Ich hab's eigentlich gar nicht verdient oder so, ne? Das ist für mich immer noch ein wenig. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Habt Spaß mit euren Abos mit meinen. Emojis quasi, was ich da habe. Vielen, vielen Dank. Ja, mal durchatmen hier. So, also. Duell hier immer noch auf Platz Nummer 4 und 5. Also die beiden. Hör auf jetzt. Ah, schön, dass du es kannst. Du musst nicht. Vielen, vielen, vielen Dank für. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Oh, Freunde. Also, hier wieder der Hüpfer, der Grashüpfer quasi im BMW. Auf jetzt. Muss mich hier konzentrieren. Hallo Hase. Hallo Mirko. Vielen, vielen Dank. Danke, Würsti. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend. So, also, Rennen geschehen, jetzt auf der Start- und Zielgeraden, jetzt bremst er sich quasi ein, aber kommt der Konter? Ja, der Konter kommt und da ist er wieder. Also, die beiden geben sich hier ein unglaubliches Duell. Die deutschen Hersteller aus München und aus Stuttgart liefern sich ein perfektes Duell hier auch. Herr CT-Meister, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr alle da seid. So. Okay, wir gehen für euch mal die Reihenfolge durch. Also, der neu lackierte, neu zum Team gestoßene Ripple ist hier auf der 1. 16,3 Sekunden. Lakritz auf der 2 hat seinen Vorsprung sogar ausgebaut. Nur gehör auf jetzt!
Mann, oh Mann, Mirko, was schenkt nochmal ein Abo und hier an den CT-Meister. Ich sag knapp 4 Sekunden. Dann haben wir den Max auf der 3. Dann ist unser King Bullet. Dann haben wir den Strange auf der 5. Papa Joe, der Scheibenwischer, läuft. Are you serious? Ja, auf Platz 6. Dann haben wir Danny. Konstant mit 1,30er Zeiten. Walter ist jetzt auch mit 1,30er Zeiten unterwegs. Mit 5,1 Sekunden hinterm Danny. Und was ist mit meinem Maggi heute los? War in der Box, haben wir gesehen, aber... Ach, ihr seid doch... Hier. Was stimmt mit euch nicht? Macht mich echt fertig, ey. So, die Hälfte der Renndistanz haben wir hinter uns gebracht. Leider sind heute nur 9 Fahrer da. Da haben wir viele Absager in die Nase gekriegt. Wir haben leider viele Absagen heute. Aber wie ihr seht, packende Zweikämpfe werden wir, außer hier vom Kollegen Ripple, der fährt natürlich wieder nach vorne weg. Aber hier, die beiden haben sich hier vorhin schon die ganze Zeit gegeben und wir gehen doch mal in den Mercedes, extra für den CT-Meister. Lieber Marcel, schau dir dieses Fahrzeug von innen an, das könntest du vielleicht auch kennen und dieses Fahrzeug könnte ich mir vorstellen, vielleicht, dass wir dieses am Spenden-Event auch sehen bekommen werden. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, der liebe Marcel und sein Häschen machen quasi wieder einen Spendenstream, der vom 5.11. bis zum 7.11. stattfindet. Ein 48-Stunden-Stream. Jetzt, wenn ich hier schon die ganze Bagage, wie man bei uns so in Franken sagt, hier schon zusammen habe, mit dem lieben Sandmann, dann der Waxo war vorhin da schon, der ist dabei, Hase dabei, na? Dann Marcel dabei und wir alle als Community. Da darf ich ein Teil davon sein und dann mir schon mal fettes Dankeschön, vielen, vielen Dank. Machen einen 48er mit Gran Turismo, mit, denke mal, Horror, mit allem und ich muss Horror spielen. Ich habe mich breitschlagen lassen mit dem Herrn Sandmann, ein Horrorspiel zu spielen und es wird nicht Luigi's Mansion sein, was für mich das absolute Horrorspiel überhaupt ist, sondern wir werden hier Phasmophobia spielen. Und es ist manchmal hier genauso gruselig wie hier, wenn du hier Zweikämpfe siehst, wo die Jungs und Mädels hier manchmal die Autos über die Strecke jagen, ist das manchmal ein wahnsinniger Horror. Und schaut gern rein. Der Hashtag ist, schenk doch mal dein Lächeln. Schenk doch mal ein Lächeln. Und Kinder, die kein Geschenk bekommen, werden dann quasi glücklich gemacht. Also nur so ein kleiner Teaser am Rande. Ja, ja, und Battlecat lacht sich jetzt schon kaputt. Über mich oder über einen Kollegen Radmann dann? Ja, mehr weiß es nicht. Dann munkelt. Also, die beiden schenken sich jetzt im Augenblick etwas mehr Luft zwischen untereinander. Über eine Sekunde. Ja, man merkt schon langsam, der Reifenabtrieb ist da. Aber wie gesagt, wie ihr seht, eine Sekunde, dann bist du bei 1,2, 1,3, dementsprechend wie du aus der Kurve reinkommst, bis du rauskommst. Ja, Sandmann sieht man mich nicht, das ist der Vorteil. Ja, bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Wie gesagt, wer dann von uns checkhafter ist, ist völlig egal, Hauptsache. Wir kriegen ein paar Spenden zusammen für die Kids, dann natürlich. War schön. Also, wir gehen mal auf unseren letzten, unseren Maggi. Ja, 1,29,059 hat man heute gerade gesehen. Schauen wir mal, ob die Zeit nochmal getoppt wird. Jetzt hat er sich wahrscheinlich so langsam eingegroovt. Ja, 29,931. Seine Zeit, was los ist mit ihm? Warum er auf einmal so am Anfang so langsam wurde? Weiß ich nicht. Vielleicht gab es auch was und er musste den Autopiloten. Man weiß nicht. Und da fährt er gleich nochmal gegen die Wand. Hat die Wand nochmal geküsst. Ja. Aber mit 30
Sekunden und über 1 Minute und 20. Da dauert es wahrscheinlich auch nicht mehr so lange. Ich denke mal maximal 4, 3, ja, so die Richtung, ein paar Runden. Dann wird mal der Ripple hier mal anklopfen und sagen so, hey, hallo, ich bin da und ich möchte gerne an dir vorbei. Also. So, knapp 20 Sekunden hat Ripple jetzt vom Black Hits. Da seht ihr jetzt schon hier ein wunderschönes Bild der verschiedenen Fahrzeughersteller. Einmal BMW, dann haben wir Nissan GT-R, hier nochmal BMW und den Mercedes. Also, die sind schon relativ dicht zusammen. Die beiden haben sich jetzt wieder angenähert. Die Zeit war schon auf jeden Fall fast bei 4 Sekunden. Ne? Ja? Aber da kickt scheint die besseren Reifen doch mehr, als man gedacht hat. Und Boxenphase beginnt den Ball auch wieder für La Kids. Also wir bleiben mal da, wir springen mal in den GTR rein. Ah ja, ich wollte ja vorhin mein Bier noch holen. Ja. Ding direkt da. So. Prost euch zusammen. So, ne, 1, ja, wie gesagt, nach hinten 1,3, nach vorne knapp eine Sekunde, ist schon relativ eng. Ja, Zeit wird auf jeden Fall weniger. Die Zeit, man merkt, die Reifen werden auf jeden Fall schlechter. Genau, Raffi, nimm dir. Nimm dir auf jeden Fall ein Bierchen. Versandmann, sind Sie heute auch noch am Start? Werden Sie heute auch noch streamen? Ah, jetzt könnte es bald kommen. Windschattenbereich ist fast schon da, liebe Zuschauer. Und dahinter geht es auch schon wieder rund. Also, wir haben 25 Runden, haben 2 Kämpfe. Das kann man so machen, würde ich sagen. Das kann man so machen. Ja, hier sind sie auch näher dran und hier scheint Strange hier voll dran zu sein und hier die Lücke zu suchen. Der Mercedes schert schon mal aus. Oh. Lücke streamt heute nicht. Schade. Das ist natürlich schade. Mirko, OBS kaputt. Kenne ich leider irgendwo. Ja, also im Augenblick häufen sich leider die Fehler bei gewissen Streamern, wo irgendwelche Fehler auftauchen. Ich kann kein DBD spielen. Phasmophobie habe ich, ja. Wo bist du? Ach du Scheiße. Das wird was werden. So, jetzt ist er dran. Hier, Max ist dran. Der Nissan GTR-Pilot hier im Verfolgerduell. Reifen sind im Gegensatz zum La Kids um Welten besser. Aber La Kids wird, denke ich mal, hier gleich in die Box gehen. Dadurch hat sie es dann erledigt. Na, und dann muss halt wirklich der Kollege Max schauen, dass er hier zufährt. Ne? Ja, aber Kampflinie ist schon. Na, er versucht, probiert es vorbeizukommen. Er hätte eigentlich vorbeigehen können, aber er will es nicht. Ja, jetzt hat er es. Ja, weil er in die Box geht. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt sind wir schon in einer heißen Phase, wo es hier rund geht. Und hier ist er vorbei. Da ist er vorbei. Strange ist vorbei. Kriegen wir es noch auf die Kamera? Nein, das ist schon passiert. Also, 2 Platzwechsel innerhalb einer Runde. Die geben wirklich hier alles. Also, die haben richtig Spaß, die Jungs.
Und man merkt halt, dass die BMW-Reifen halt wirklich abbauen. Ja, schaut zwar relativ gleich aus, aber man hat es gesehen beim Kollegen der Kids, dass da dass die Reifen relativ abgebaut haben. Ja, weil im Split kann es nicht gelegen haben, da hat er ja noch was drin gehabt und dadurch wirst du ja eigentlich auch schneller, wenn du weniger Gewicht mit dir rumschleppen musst. Aber wenn halt das Material nicht funktioniert, was du ja gerade benutzt, ist das halt nicht unbedingt von Vorteil. Wissen Sie alle, wir kennen Sie alle, auch als Streamer, wenn die Technik versagt, nicht so toll. So, und er scheint auch wegfahren zu können. Aber hier wird auch gleich die Boxenrunde eingeleitet. So, Ripple ist auch schon in der Box. Also, die Boxenphase beginnt auf jeden Fall. Da Kritz war drin, Ripple ist jetzt schon drin und die beiden werden jetzt wahrscheinlich auch gleich in die Box gehen. Und dann wird die erste Vorentscheidung wahrscheinlich getroffen. Wir haben ja dann noch eine Boxenstopp. Nee, das wird der letzte Boxenstopp sein. Und beide sind in der Box. Wir bleiben auf jeden Fall drauf. Wir bleiben drauf. In dem Fall müssen wir mal draufbleiben. So, Reifen werden gewechselt. Der Sprit fließt. 102 Oktan. Normales Benzin wird hier getankt. Auch beim Nürburgring, wenn es 24 Stunden ist, wird wirklich mit normalem Sprit gefahren. Und er ist draußen. Er ist definitiv schneller draußen. King Bullet hat mehr und hier sind wir voll im Getümmel, liebe Zuschauer. Wir sind voll drauf. Schau dich das an. Du kommst aus der Box aus und kriegst einen Vierkampf geliefert. So muss es sein. Strange ist dabei, Lakitz ist dabei und das müsste von Play Danny sein. Ah, Play Danny kommt ein bisschen zu weit raus. Und er schaut hier aus wie vier von den sieben Zweigen. Ja. Ah, da macht er die Tür zu. Lakitz versucht den Weg. Jetzt geht er nach außen, probiert es innen. Auch hier Kring Bullet versucht. Und der mit... Na, schaut euch das an. Wie schaut denn das aus, ey? Die geben sich heute aber wirklich alles. Ja? Wahnsinnig geile Bilder werden wir heute hier mitnehmen von der Dragon Trail Gärten. Vom Dragon Trail Gärten? Aus Dragon Trail Gärten? Ja, genauso die, das und das und die Ikea. Also, Papa Jao auch in der Box. Und Wahnsinn, ey. Die beiden haben sich heute echt im Duell eigentlich alles zu sagen. Davon ist jetzt noch Play Danny, der hier auch mitspielt. Die haben sich überhaupt keine, die geben sich überhaupt keine Luft zum Atmen, die beiden. Ja, jetzt hat er das Problem, er hängt zwar dahinter, aber die Dirty, er kickt halt auch noch mehr. Und dadurch hast du eigentlich das Problem, dass du nicht den Windschatten nutzen kannst, sondern eher das Fahrzeug mit Dreck vollgesogen wird und du hast nicht den optimalen Windschatten nutzen kannst. So, Play Danny ist drin, Walter ist drin und davor kann sich Lakitz auch absetzen. So, Max hat sich in der Zeit auf die 1 gesetzt durch das, dass die Boxen Phase für Ripple ja schon durch ist und Max macht es ja auch gleich, geht ja auch gleich in die Box. Also, Duell hier um Platz 4. Also, hammermäßig, was hier wirklich am Abend hier uns geboten wird. Jetzt probiere es. Hat schon mal gekickt. Hat man schon mal geguckt. Lass du mich hier vorbei. Na? Kommt er besser raus? Nein. Schaut mal links auf die Zeit. Wird auf jeden Fall weniger. Er probiert's. Na, hier ist auf jeden Fall die Handbremsphase. Ja, funktioniert. Ah, sehr klug gefahren hier vom Strange. Du darfst nicht so viel Platz lassen, sonst schlupft er dir irgendwann durch. Aber sobald du ja einen Lastwechsel hast von links nach rechts oder rechts nach links, musst du natürlich schauen, dass die Tür so ein bisschen zumachst. Und jetzt hat er die Chance. Jetzt sind wir auf der Start- und Zielgeraden. Jetzt sehen wir die beiden gleich im Überholvorgang. Oder schafft es doch. Setzt sein Fahrzeug nebendran. Armbremsphase. Probiert es innen. Kommt der Konter. Kommt der Konter. Ja, der Konter kommt. Oh, hier Quersteher vom Kollegen King Bullet.
Jetzt sind sie fast wieder nebeneinander. Die Kurve geht aber nach links weg. Ah, schaut euch das an, ey. Die Beine kommt fast so ein bisschen weit raus. Jetzt hat er den Innenpunkt. Alter, was für ein Duell, liebe Zuschauer. 10 Runden Verschluss. Wir gehen gleich nochmal durch, liebe Zuschauer. Wir werden gleich auf die eine nochmal eingehen. Aber bei so einem Duell ist, tut mir leid, ich muss da draufbleiben. So, jetzt haben sie ein bisschen Luft geholt, die beiden. So, Ripple ist jetzt immer nach vorne. Hat 25 Sekunden Vorsprung. Zeit ist immer noch bei 1:28.534. Könnte jetzt aber eventuell in den nächsten ein, zwei Runden nach unten gehen, weil wir... Ja, sehen wir schon, frische Reifen haben. Da ist auf jeden Fall jetzt die Überrundung vonstatten gegangen. Der Kollege Maggi ist hier drauf. Gebrauchter Tag heute für ihn. So, Max immer noch auf der 2. Ja, 5,3 Sekunden. Formula Kids. Also, die Boxenstrategie von Max hat sich scheint mehr ausgezahlt wie Formula Kids. Hat auf jeden Fall den Platz verloren. So, King Bullet ist da. Da ist jetzt vom Strange. Genau, Battlecat nimmt sich einen Kuchen. Nimmt sich den Kuchen. Und was ist jetzt da passiert? Da hat er den Bremspunkt verpasst. Schauen wir nochmal. Nehmen wir nochmal die wunderschöne Gerade. Dann einfach zu schnell gewesen. Der Windschatten hat gekickt. Glück gehabt, dass er hier den King Bullet nicht abgeschossen hat. So, dann sind wir beim Papa Joe. Ich hab's immer noch nicht rausgefunden, ob er jetzt mit Controller fährt oder jetzt mit... Nein, aber... Von den Bewegungen her... Eigentlich Lenkrad zu... Ne, vielleicht doch... Mal gucken. Also, dann der Kollege Danny. Auf dem 7. Platz. Hier, kleiner Quersteher. Dahinter kommt der Walder. Könnte auch Ball in Richtung... Überholmanöver gehen. Ah, hier nochmal Zeitenverbesserung. Bleiben wir doch mal beim Walter drauf. Bleiben wir doch mal beim Walter drauf. Hier im Aston Martin DB9. In der Rennversion. Als Gruppe 3 Fahrzeug. 1,2 Sekunden. Ah, nicht gut rausgekommen. Das Auto hat versetzt. Hier sehen wir es gleich auch an der Zeit von 1,4 Sekunden. 1,5 Sekunden. Er hat schon ein bisschen Zeit gekostet. So, dann gehen wir mal hier zu unserem Überrundeten, der ja den Führenden gerade vor sich hat. Gehen wir auf die Motorhaube. Ein bisschen ja okay. 1,30, 1,31, aber sollte heute irgendwie nicht sein. Ja, oh, da wieder das Problem. Schauen wir uns in der Wiederholung nochmal an, Freunde. Das ist einfach, diese Ecke ist einfach bescheiden. Du fährst zu innen da, versetzt dir das Auto und wenn du Glück hast, hast du keinen Schaden. In dem Fall hat er noch Glück gehabt. Aber einfach zu arg in den inneren Körb genommen, dann hebelst du dich aus und dann bist du erstmal weg. So. 33. Runde hier beim Ripple, 31. haben wir gesehen, beziehungsweise 32. hier beim Maggi. So, Max 3,7 Sekunden. Also, das scheint im Augenblick für den Max so zu laufen, wie er sich gedacht hat. Strategie, eine andere gewählt. Und dann hat er hier auch quasi auch das bessere Material zur Verfügung gehabt. So, jetzt haben wir hier wieder den Kollegen King Bullet, der wieder Zeit abbauen musste. Dadurch haben wir den Strange jetzt wieder bei ihm dran. Strange ist wieder dran. Durch die Zeitabbauung hier, weil er wieder Zeitstrafe gehabt hat, musste Zeit abbauen und dann ist der Kollege wieder da. Sagt nur so, hallo. Der Platz 4. Es ist noch nicht sicher, Rainer. Ich bin auf jeden Fall da und mach dir den Platz auf jeden Fall nochmal streitig. Also, na, King Bullet auf der hier, Strange of the 5 und Papa Joe hier mit einem richtig guten Rennen heute. Ja, 1,29, wirklich sehr, sehr konstant. Wir gehen aber wieder auf das Duell hier wieder mal ein.
Ja, zwischen den beiden hier, beide Hersteller. Ah, hier, feste quer siehst du mehr. Immer noch mal. Bisschen zu auch rausgekommen. Ja. Die fliegen, freut auf der Seitenscheibe. Komma 7 Sekunden. Ab das nochmal was wird. Na, jetzt sind wir fast vorne, fast bei einer Sekunde. Müssen wir aufpassen. Ja. Also hier kurzzeitig. Sehen wir schon wieder. Zeit springt. Auf und runter. Und da haben wir noch zu gehen, Freunde. Sechs Runden haben wir noch zu gehen. Ah, okay. Alles gut. Okay, ja, Battlecat hat schon gemeint, dass du heute nicht streamen kannst, weil OBS leider den Dienst versagt. Kenne ich leider. Kenne ich leider. Schade, schade natürlich. Na? Aber so ist es manchmal. Hat man, wie gesagt, leider öfters das Problem schon gehabt, auch beim anderen Streamer-Kollegen. Mag die Technik so nicht so. Naja, so, also haben wir hier beim King Bullet und beim Range, da ist jetzt die Zeit auf 2,7 angewachsen, ne? Alle immer Stecker gezogen, alles wahrscheinlich erst schon gemacht, oder? Wahrscheinlich. Ja, jetzt haben wir aber dann das nächste Duell. Hier, Papa Joe ist dran, Freunde. Papa Joe in seiner Corvette will jetzt hier den fünften Platz steil machen. Jetzt geht es hier nicht mehr um 4, sondern um Platz 5. Okay. Ja, schmeiß es am besten nochmal runter. Mach vorher eine Datensicherung. Ja. Wie ich es jetzt verstanden haben, war, die jetzt wissen, was ich gemeint habe, ne? Ja, die werden sich jetzt wahrscheinlich so leicht grinsend. Ja, bei mir auch, vor kurzem hat ein Fehler. Es hatte nichts mit OBS zu tun. Es hatte einfach bei mir ein Problem, was ich gehabt. Morgen in Ruhe versuchen. Okay. Hab das Problem gehabt zwischen meinem Stream Deck und meinem Go XLR. Hat einen Fehler gekickt. Der hat mir das OBS nicht aufmachen lassen. Es ging nichts mehr. Konnte nichts mehr schalten. Ging natürlich alles runtergefahren. Und irgendwann nach einer halben, dreiviertel Stunde haben wir dann irgendwann den Fehler entdeckt, dass der einfach zwischen den beiden es verursacht hat. Also, kann man mal nicht so immer laufen, wie man will. Deswegen ist ab und zu mal gut, wir machen eine Datensicherung. Genau, Mirko, machen wir eine Datensicherung vielleicht. Noch. So, und hier das Duell zwischen Papa Joe und Strange. Er war fast schon dran, aber das geht 5 Runden vorher geht zwischen den zwei auch richtig ab. Na? Da bin ich gespannt, ob Papa Joe es noch packt. Er ist definitiv dran. Ja, bin mal gespannt, ob Strange den Druck standhalten kann. Windschatten ist da. Wie schaut denn überhaupt der Vergleich aus? Dazu habe ich doch. Sehr gut. Sehr gut. Also, 1,30 hier. Du 1,30 zu 1,30. Also. Ah, hat ein bisschen Zeit verloren wieder. Dementsprechend, wie aus der Kurve rausgekommen ist. Er war schon dran, er schiebt sie natürlich gleich wieder ran. Also. Ich hätte aber auch gedacht, dass wir heute von Ripple nochmal eine, oder allgemein noch eine schnellere Zeit sind, wie 1,28,53. Hier, aber das war leider nicht der Fall. Ah, da ist alles Problem. Bringst du zu weit und dann ist es fast schon vorbei.
bis bei 1,2 Sekunden und dann kann das Tier schon einen besseren Platz am Ende versauen, ne? So, also wir gehen nach vorne nochmal durch und schauen den Kollegen Ripple an. So, Ripple mit 1:28.534, die schnellste Zeit im Rennen. Ich denke mal, dass auch nichts mehr passiert. Reifen sind dazu eigentlich zu schlecht. Knapp 24 Sekunden Vorsprung. So, Max hat sich jetzt mit über 7 Sekunden vor der Kids entfernt. Also, da sollte es eigentlich auch funktionieren. Jetzt gibt es noch eine blaue Flagge. Und hier nochmal Zeitenverbesserung. Zeitenverbesserung, können wir nochmal draufbleiben? Ja, persönliche Beste liegt bei 1:29.143. Vielleicht sehen wir noch eine 1:28. Schauen wir mal, wie die nächste Zeitmessung so ist. Ja, Zeitenverbesserung ist noch da. Jetzt kann er vielleicht den Windschatten noch mitnehmen. Aber ich denke mal, 1:28 wird schon schwer werden. Bei 0,016 Sekunden, was er jetzt Vorsprung hatte. Auf seine eigene Bestzeit. Jetzt sind wir auf der Start- und Zielgeraden da. Für Windschatten ist er fast so weit weg. Aber ich denke mal, 1:29 wird es auf jeden Fall werden. Und 1:29, 1:80. Keine persönliche Bestzeit mehr für ihn, aber langt. So, bei Lakitz schaut es im Endeffekt auch sehr, sehr gut aus. Hat 8 Sekunden, haben wir ja schon gesehen, auf dem Max. Dann haben wir hier mit knapp 4 Sekunden auf dem King Bullet. Also das sollte eventuell das Treppchen für Lakitz sein. Dann haben wir unseren King Bullet nach 4 Sekunden nach vorne und 2,3 nach hinten. Sollte es, wenn kein größer Fehler mehr passiert ist, auch langen. Strange haben wir dann auf der 5. Mit knapp 4 Sekunden nach hinten zu Papa Joe, der jetzt dann wahrscheinlich nochmal einen kleinen Fehler gemacht hat. Ja, 1:32er, da war irgendein Flüchtigkeitsfehler mit drin. Deswegen haben wir auch knapp 4 Sekunden. Dann haben wir unseren Walter. Letzte Zeit 1:31.492. Knapp 30 Sekunden jeweils nach hinten und nach vorne geht nichts mehr. Dann haben wir doch noch eine bessere Platzierung für unseren Maggi. Der kann sich jetzt doch noch auf die Nummer 8 vorschieben und dann unser Play Danny hat leider jetzt im Augenblick den letzten Platz für sich gebucht, aber wir sind ja 9 Leute, also Punkte gibt es trotzdem. So, Freunde. 39. Runde hier vom Triple, der wieder ein unglaubliches Rennen fährt. Ja, jetzt hat er im Schnitt jetzt 30er Zeiten, aber er könnte auch den Fuß vom Gas nehmen und es würde auch noch langen. Aber wie gesagt, macht er nicht. Wer dir ein sauberes Rennen fährt, quasi den Start- und Zielsieg entgegen, hat heute keiner was dagegen zu setzen gehabt. Ja, er hat einfach heute keinen Gegner gehabt, obwohl die Zeiten eigentlich von dem Top-Qualifying relativ nah zusammen waren. Aber da war heute kein Kraut gewachsen, Freunde. Dahinter schaut es alles soweit gut aus. 9, das war ein überrundeter. Lakritz 2. Das sollte auch soweit so bleiben. Und jetzt gehen wir auf die letzte Runde hier. Mim Ripple, gehen wir mit. Letzte Runde, liebe Zuschauer. Ist das hier Micro Machines? Nicht ganz. Ja, Battlecat kann davon auch ein Lied singen, weil hier funktioniert es auch nicht, ne? Ich habe einen Greenscreen hinter mir, Battlecat hat einen Bluescreen. Beides. Manchmal schön, aber manchmal auch nicht so toll. Also. So. Letzte Runde und hier gehen wir mal auf eine Fahrt mit 1:30, war seine letzte Zeit. Und er fährt hier aber munter straight hier munter wirklich weiter.
letzte Runde hier. Also, wie gesagt, Start- und Zielsieg. Heute kein Kraut gewachsen gegen unseren Ripple. Und wir fahren hier auf die Start- und Zielgerade ein und wir gratulieren Ripple hier zum Sieg auf Dragon Trail Gärten. Herzlichen Glückwunsch. So, Platz 2 wird der Max wahrscheinlich einfahren. Da haben wir noch Play Dunny, der ja quasi mitfährt oder mitgezogen wird. Haben hier auch die letzte Maggie ist auch schon abgewunken worden. Und hier Platz 2 für unseren Saarländer. Herzlichen Glückwunsch, Max. Platz 2 in seinem GTR. Sehr, sehr gut gefahren. Da auch abgewunken wurde dann natürlich der Kollege Danny. So, Platz 3 und komplettiert unser Treppchen am heutigen Abend. Unser Lakritz King Bullet auf die 4. Strange nach langem Kampf muss sich geschlagen. Platz 5. Papa Joe hat dann etwas langsamer gemacht. Und hat sich aber hier sehr, sehr gut verkauft. Hier Platz 6 für Papa Joe. Herzlichen Glückwunsch. Also die Jamie-Mannschaft kann doch eigentlich recht zufrieden sein. So, und dann haben wir noch den Walter, der als letzter quasi abgewunken wird. Vielen, vielen Dank, MH. Danke dir fürs Zusehen. Darfst gerne wiederkommen. Nächste Woche gibt es ja wieder After Work. Ach, du nett. Walter, du bist noch nicht drüber. Walter, du musst noch ein bisschen fahren. Kann einmal Walter sagen, er darf noch weiterfahren? Alle, die Ziellinie ist bei mir hier. Komm schon, ja, fein, ja. Ah, du schaffst es. Sehr gut, Walter, vielen, vielen Dank. So, Freunde. Das war heute leider das Rennen mit leider, muss man wirklich sagen, zu wenig Fahrern. Aber aufhand von Absagen geht es klar. Pole Position, schnellste Runde, unverfalls Rennen, plus den Sieg für den Kollegen Ripple heute. Herzlichen Glückwunsch. So. Wir gehen dann hier nochmal rein und wir sehen heute leider das Ergebnis von 9. Wir hatten auch keinen Ausfall heute. Wir hatten keinen Disconnect. Wir hatten einen Start, der gleich funktioniert. Also eigentlich alles, wie es eigentlich so sollte bei Gran Turismo. Aber klappt halt nicht immer. Ne? Also Ripple auf der 1. Und dann haben wir den Max auf der 2. Lakritz 3. King Bullet auf der 4. Strange auf der 5. Amy auf der 6. Walter auf der 7. Maggie auf der 8. 9 ist Play Dunny. Und hier seht ihr dann die Zeit von 1:28.534 war die schnellste Zeit vom Kollegen Ripley in seinem Aston Martin V12 Vintage GT3 von 2012. So, wir gehen in den Endscreen. Wir sagen hier noch schnell, war ein gutes Rennen, war es ja auch, ne? Viele schöne Zweikämpfe gehabt. Und wir gehen mal in den Endscreen in die Bedankung an. Halt, halt, nein, nein, nein. So, und dann bedanke ich mich bei allen Bits, Bytes, bei allen, bei ganzen Abonnenten, bei Mirko, du bist so ein verrückter Hund, das ist unglaublich. Bei den ganzen Followern, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, dass ihr wieder zugesehen habt bei der Liga Nummer 4 der Afterweek Racing League. Nächste Woche geht's weiter. Am Samstag geht auch meine neue Liga los, da bin ich aber in dem Fall nur zu Gast. Da haben wir die DTM in dem Rahmen von der Moonshine Crew. Das wird der liebe DT-Meister streamen im Abwechslung mit mir, immer samstags. Werbung werden wir natürlich beide noch machen. Der ist dann unterwegs. Stream wird dann überall präsentiert, wo und wann. Ja, also schaut gern am Samstag rein beim Kollegen CT-Meister, wenn ihr quasi unsere neue Liga sehen wollt, die DTM mit den DTM-Fahrern der Neuzeit, also den Fahrzeugen, wo dort gefahren werden. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, an euch allen. Danke auch an meine Moderatoren. Vielen, vielen Dank auch an die ganzen Abonnenten, an die ganzen. Aber hat mir wieder viel, viel Spaß gemacht. Gucken wir mal, ob wir irgendwo hin raiden können noch. Dann schauen wir mal. Dann ziehe ich euch mal zum Kano mit drüber. Aber jetzt guffelt die Polizisten da unten rum, ne? Ach ne, die kommt hoch. Genau, Kano heute mal mit Kamera. Wie gesagt, der spielt gerade Resident Evil und wenn ihr Bock habt,
schmeiße ich euch da mal rüber zum Kino. Auch ein ja, quasi. Und gucken wir mal. Ich schmeiße euch mal rüber. Bin mal gespannt, wie es euch so gefällt. Bis dann und einen wunderschönen Abend noch. Das hier ist. Ja. Oh, ich krieg beides. Oh. Zum Glück ist es eine sehr kleine Waffe. Achso, auf hier, okay. Corsi, ich danke dir für den Raid mit 14 Leuten. Und willkommen an alle.